Heute am Sei-ein-Engel-Tag sind wir in Köln unterwegs und wollen einfach mal sehen, wer was Gutes tut oder eben auch nicht. Unsere Lockvögel sind die 26-jährige Leila und der 31-jährige René. Das ist... Wir haben da was verloren. Einer unserer Lockvögel ist einen der folgenden Gegenstände fallen. Kondome, Tampons, sexy Höschen oder Hämorrhoidencreme. Wer einen davon aufhebt, wird also ein Engel am Sei-ein-Engel-Tag. Wir starten mit Runde 1, Kondome. Gekonnt schleicht sich Lockvogel Leila vor den jungen Herrn. Wie wird er reagieren? Schon landen die Lümmeltüten auf dem Boden. Oh, ein kurzer Blick, das haben wir gesehen. Eindeutig. Ich weiß nicht, ob du da was verloren hast. Sehr gut, aber weiß er denn überhaupt was? Ja, ich dachte, es wären Kondome, deswegen wollte ich sie nicht unbedingt gleich drauf ansprechen. Unseren ersten Engel haben wir gefunden. Wie reagieren wohl diese beiden Damen? Definitiv hingeschaut, aber nicht angesprochen. Wir fragen nach. Ja. Warum habt ihr das nicht aufgehoben? Das war. Ja, wir dachten, vielleicht ist es ihr peinlich, sie hat Kondome verloren. Ja. Ist euch das peinlich? Weiß ich nicht, wenn mich so wildfremde Leute ansprechen. Also, das ist schon peinlich. Wir legen einen drauf. Runde 2, Hämorrhoidencreme. Oh, da haben wir einen richtigen Gentleman entdeckt. Ups. Ich hab's gerade aufgefallen. Ich hätte gedacht, dass du aus deiner Tasche gefallen hast. Vielleicht hab ich's falsch. Oh, das ist meine Hämorrhoidencreme. Oh, super. Das ist total nett von dir. Ja, ich wusste nicht, was es war, aber jetzt bin ich noch aufgeregter und froh, dass ich es gefunden habe. Nee, das ist toll. Ich musste die heute extra kaufen gehen. Überrascht? Ich dachte, ja, cool, sehr offen. In der Zwischenzeit bei René hat auch er Erfolg beim Verlieren. Du hast das verloren. Und wie würden Sie reagieren? Wenn ich es bemerke, würde ich sofort Bescheid sagen, wenn ich klar weiß, wer der Besitzer ist. Bei Leila geht's weiter mit Runde 3, Tampons. Die beiden haben es auf jeden Fall bemerkt. Würden Sie jemandem Tampons aufheben, wenn er die verloren hat? Ich glaube nicht. Also wenn ich sehen würde, dass es jemandem rausfällt, dann würde ich ihn darauf hinweisen. Dann geht's weiter mit Runde 4, Tanga, für Sie und ihn. Leila wird gar nicht mehr angesprochen. Und was tut sich bei René? Egal ob Kondome, Hämorrhoidencreme, Tampons oder Höschen, René hat heute kein Glück. Es scheint ihn niemand zu sehen. Armer René. Aber jetzt, gegen Ende, trifft René doch noch seinen Engel. Glück gehabt.